Ja, das wird nicht schön. Es wird ganz und gar nicht schön. Also die ganze Ölgeschichte. Aber gut, ich brauche das Muster da unten. Also gib mir ganz viele davon. Ich hätte mir vorher Draht holen sollen. Gib mich mal. So. Dann bricht das mal alles ab. Und mach das so. Okay. Also, Muster. Ich hätte gern das Muster da unten. In der Nähe der Wand sogar. Damit ich auch gucken kann, wo die Wand eigentlich steht. Wobei ich das hätte früher machen sollen. Aber gut. Platzhalter fake. Platzhalter richtig. Und hier fängt das an. Hier kommen die Pumpchecks hin. Das heißt Fake. Fake. Richtig. Ich sollte vielleicht zwischendurch mal gucken. Ja, hier ist aber ein Fehler drin. Richtig, 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 richtig. Du bist falsch. Hier wäre ein richtiger. Hier wäre ein richtiger. Hier wäre ein richtiger. Gis. Weg, weg. Na, ich mache einfach aus allen hier. Ups. Diese halben Dinge und dann kommt hier jetzt der richtige hin. Ein Abstand. Richtiger, ein Abstand. So sollte das aussehen. Gut, dann bist du wieder falsch. Du wieder falsch. Wir haben hier unnötig was gesetzt, aber das ist nichts Neues. Du bist zu nah dran. So. Sollte das jetzt richtig sein? Okay. Dann hier rüber. Frei. Ups. Steht richtig. Okay. Durch bis zur Mauer. Oh Gott. Das muss warten. Ach so, und zwischendurch. Nein, keine 5 Farben. Keine 5 Farben. Ich wollte das da bauen. Holz aus Holz. Nimmt zwar ein bisschen mehr Platz weg, aber spart dann die Zeit, wenn ich demnächst wieder welche davon bauen muss. So. Das wird mit den Pumpjacks nicht aufgehen. Ich baue deswegen das Muster jetzt einmal hier durch und werde danach die Posten wahrscheinlich wieder abreißen, damit Platz ist für die Pumpjacks. Aber ich weiß schon mal, wo das Muster ist und das ist mir das Wichtige gerade. Weg, 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 weg. Mit der neuen tollen Stahlpicke. Auch wenn es immer noch interessant aussehen muss, wenn man mit einer Spitzhacke auf den Baum einschlägt, aber gut. Forschung scheint gleich durch zu sein, das ist gut. Dann kommen hier die Pumpchecks hin. Dann kommen hier, denke ich mal, drei Raffinerien hin. Die haben letztes Mal auch gereicht. Und sie haben nicht durchgehend gearbeitet. Also denke ich, werden sie auch diesmal wieder reichen. Also drei Raffinerien. Dann kommt wieder diese Auseinanderfriemelei, wo welche Flüssigkeit hinkommt. Dann muss der See hier weg. Definitiv. Dafür werde ich ein bisschen mehr brauchen an Landfill. Eventuell muss ich da nochmal Steine abholen. Wie viel brauchst du denn? 76. Wie viel haben wir? Oh, das geht auf. Sind wir gleich dran. Okay. Das wäre dann schon mal weg. Dann muss der ganze Wald theoretisch weg. Was Probleme verursacht? Wow, Smog. Bau bitte die Module. Habe ich ganz vergessen. Ja, Smog ist gerade nicht so schön. Der ist jetzt wieder da, wo er vor ein paar Folgen war. Wo ich meinte, es fehlt nur noch ein Chunk und dann ist er beim Feind und blubdiwupp. Das sieht jetzt auch danach aus. Ja. Und das will ich nicht. Also. Weg, 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 weg.
So, die da müssen reichen. Sollte jetzt schon mal ein bisschen geholfen haben. Und ich verteile jetzt die Pollution-Module. Das da muss warten. Wo haben wir denn meisten Pollution? Die Dinger stehen fast immer still. Die brauchen eigentlich nicht so wirklich welche. Wie viel passen rein? 3. Ist aber recht nah an der Basis, ne? Gut, komm. Rein damit. Rein damit. Wo steht Pollution? 3,6. Minus 60%. Das ist doch sehr gut. Du, auch 3. Sauber, sauber. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du. Ja. Pumpjack MK1. Chemical Plant. Oil Refinery und die ganzen Splitter-Sachen. Wobei wir hier noch nicht die tolle Art der Verbrennung haben. Die kommt aber auch erst später. Weil die brauche ich nicht, um die Positionierung zu haben. Das Wichtigste ist mir jetzt, dass ich das Öl abbaue, dass die Raffinerien stehen, die Chemical Plants stehen und so weiter. Dass das alles gut läuft, ist absolut keine Priorität. Es soll erstmal nur da sein und nach besser werden. Das heißt, nächster Schritt wäre jetzt nicht Plastik, nicht Brennstoff. Batterien wären schön. Und ich wollte doch eigentlich zu den hellblauen Dingern dahin, ne? Ja, das wollte ich auch. Wobei, stopp, dafür brauchte ich Batterien. Wow, rote Chips. Okay. Wie... Ach, du schaltest Batterien frei. Ah, Batterien machen hellblau. Okay, genau so war das. Okay. Das heißt, sie müssten jetzt das da erforschen. Water Cleaning. Ja, mach mal. So. Kommt mit. Ich brauche noch mehr davon. Ganz, ganz viele davon. Die stehen still, weil sie auch nicht leer gemacht wurden. Will ich das kurz automatisieren mit dem Eisen? Ja, von wollen kann ja nicht die Rede sein, aber ich sollte es wohl tun, weil Stillstand gerade bei Eisen ist nicht so gut. So, schon mal anfangen. Du bekommst Stein, du... Wow, sind das viele Steinzahnräder. Wer von euch brauchte Steinzahnräder? Du? Bitteschön. Oh, und du. Ich glaube, wir haben langsam genug davon. Obsidian? Oh, zum Geier habe ich Obsidian her. Ach, beim Ardite kam das wohl raus. Okay. Die Pollution-Module könnte ich auch hier in die Fabriken reinhauen. Da lohnen sie sich allerdings noch nicht so sehr. Forschung hängt gerade an den grünen Modulen mischen fest. An den grünen Science Packs. Weil du was nicht hast? Grünchips. Bitteschön. Und du hast keine Eisenplatten. Bitteschön. Du hast alles, was du brauchst. Ah, ja. Das ist natürlich auch nicht so schön. Ihr sollt das gar nicht mehr in die Kisten legen. Ihr sollt das hier hinten rausschmeißen. Das war ein Fehler meinerseits. So. Jetzt sollte es ein wenig besser laufen. Gut, du brauchst Kupfer. Du brauchst noch mehr Kupfer. Eisenzahnräder war hier. Eisenplatten, Eisenzahnräder. Und wir haben schon 16 Pollution-Module. Sehr gut, die kommen jetzt alle hier rein. Gib mir das da. Steuerung. Und jetzt kommen die ersten in die Fabriken rein. So, das heißt, ich bräuchte noch 8 davon. Und dann klappt das soweit alles. Genau, wie viel Pollution produzierst du jetzt? 1,4 statt normalerweise 2,4. Ist jetzt nicht so die Welt, aber wie ihr sehen könnt, das ist schon richtig gut zurückgegangen. Wir sind jetzt wieder 3 Chunks oder so von der Basis entfernt. Gut, so arbeiten wir weiter. Wir könnten jetzt auch noch mehr davon bauen. Weil die ja nicht mehr so viel verbrauchen, aber ich glaube, das mache ich gar nicht. Mach dich mal weg. Dann nehme ich die Ärmchen hier.
Mach gleich eine komische, hässliche Stromverbindung hin. Dann ist gut. So. Und dann gibt es hier ein Fließband. Das führt hier runter. Da irgendwo hin zu noch einem Ärmchen. Und das tut das Ganze in die Kiste. So. Das geht sich nicht auf. Okay. Mehr Ärmchen. Mehr Kisten. Wobei es dadurch nicht mehr wirklich eine Ersparnis ist, ne? Ich brauche wirklich schnellere Ärmchen. Sollte dann auch in den nächsten Schritten irgendwo mit drin erforscht werden. Gott, ist das langsam. Und ich habe dann gleich 4 Kisten, die ich ausräumen darf, anstelle von 6 Schmelzen. Das ist eine super Ersparnis. Also ja, wenigstens ist es automatisch und so, aber... Ich könnte es jetzt direkt hier auch noch runterlaufen lassen, aber das sehe ich jetzt schon kommen, dass wenn ich das jetzt mache, so eine provisorische Lösung, dass mich das ewig verfolgen wird und ich das alles wieder abreißen muss und so weiter und so weiter. Wobei es wäre verlockend. Beschränk mal dich auf das da. Dich beschränke ich auf keinen Fall. Ja, okay. Ja, ich mache das jetzt einfach mal. Nimm das da mal weg. Ich brauche davon welche. So. Dann hätte ich gerne hier ein Ärmchen. Wobei sich die Kiste dann komplett füllen wird mit Eisenplatten und kein Platz mehr für das andere Zeug da ist später. Aber gucken wir mal. Ich denke, es gibt größere Probleme, als dass wir kistenweise Eisenplatten irgendwo haben. Ne? So, du nimmst dir da auch welche, weil es werden eh keine unten ankommen. Die werden hier vor alle weggepackt. Deswegen beschränke ich das Ding hier auch mal ein bisschen stärker. So. Stimmt, ich könnte die Kisten wegnehmen, warte mal. Die Kisten weg und ich gucke, ob unten überhaupt etwas ankommt von den ganzen Sachen. Wahrscheinlich am Anfang nicht, aber später vielleicht. Und dann mache ich das folgendermaßen. 1, 2, 3. So. Tu da eine Kiste hin. Mit 3 Ärmchen. Damit es alles ein Abholplatz ist. Also wenn ich Eisen brauche als Spieler, laufe ich hier unten hin und hole es aus dieser Kiste raus. Sobald die Kisten sich erstmal gefüllt haben. Ja. Eigentlich müsste ich jetzt mit intelligenten Ärmchen arbeiten. Also dass ich dem Ärmchen hier sage, tu bitte Eisenplatten nur in diese Kiste, wenn in dieser Kiste weniger als 100 Eisenplatten sind. Das wäre schick. Aber ich habe noch keine Smart Chests, ich habe noch keine Kabel und all sowas. Ich habe noch nicht mal eine Stahlproduktion, fällt mir gerade auf. Das ist echt nicht so schön. Mach mal einfach hier. Was? So. Mach einfach hier. Kriegst ein bisschen Kohle, kriegst ein bisschen Kohle. Verbrenne bitte 2 Stacks Eisen, mach daraus Stahl, damit ich Stahl auf Tasche habe. So. Wir haben ja jetzt genug Rubber, da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Forschung sieht sehr gut aus mit den Tränken, jetzt wo das nicht mehr in der Kiste landet. Wie schaut es im Strom aus? Ist okay. Ist nicht berauschend, aber ist okay. Das heißt, ich laufe jetzt los, sammle Steine ein, sammle Kupfer ein, sammle... Ne, keine Kohle. Nur Steine und Kupfer. Du bist auch schon wieder leer. Ich habe mal keinen Stein mehr. 1600. Ja, okay. Es ist vielleicht etwas übertrieben mit keinem Stein, aber es wird hier ein bisschen eng. So, so, na komm. So. Steuerung, Steuerung. Also ich habe keinen Stein mehr leicht zur Hand, um die anderen Sachen zu bauen. Wobei hier ist auch noch ein Steinfeld, das kann ich auch noch ausnutzen. Gut, also Bau... Mauern. Shift, Shift, Shift war das.
Mauern, mach da unten dicht, zieh dann hoch, zieh dann rum. Und dann haben wir jetzt in Folge 9 oder so, sind wir jetzt? Weiß ich gar nicht. Haben wir jetzt schon die Außenmauer fertig für unsere neue Basis. Sie ist wahrscheinlich nicht an der richtigen Stelle, wird in ein, zwei Felder vor- oder zurückgezogen werden müssen, damit es ans Muster angepasst ist. Aber wir haben sie schon mal und wir haben Schutz. Und das finde ich ziemlich flott. Vor allem eine ziemlich große Außenmauer und nicht so ein Mini-Ding, wie ich sonst immer hatte. Um halt erstmal die nähere Umgebung zu sichern. Ah, wir haben es gleich so gezogen, dass es einigermaßen reichen könnte. Expandieren werden wir wahrscheinlich trotzdem später noch wegen dem riesigen Solarpark oder irgendwas in der Richtung, aber für die ersten, keine Ahnung, 100 Folgen sollte es reichen am Platz.